Hallo meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Robin Hood. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, das freut mich. Und dabei belassen wir das jetzt auch. Ja, wir fahren in der Lagos und haben uns einen Wagen ausgesucht, den wir noch nicht haben. Ich habe das jetzt wirklich bemängelt, man fährt eine ganze Woche lang drei verschiedene Rennen und das war's. Also 6 Rennen oder 9 Rennen. Dann können Sie meinetwegen auch die Schrecken alle so lassen. Genau dasselbe. Man hat hier Autos, die kosten 20 Millionen. Die wollen wohl, dass ich hier für echtes Geld Autos kaufe. Ja, ich bin ja nicht bescheuert. Werde ich nicht machen. Sehe ich gar nicht ein. Im Multiplayer gibt das super wenig Geld. Pro Rennen 20.000, das ist ja Peanuts. Wie soll man da sich ein 20 Millionen Auto kaufen? Naja. Und da gibt's eigentlich nur Le Mans und da erfahre ich eigentlich mein ganzes Geld. Ja, aber ich fahre doch nicht jetzt hier 100 Stunden Le Mans. Na, ich zeige euch das, wenn das Rennen vorbei ist. So, wir müssen, glaube ich, einmal... Welche Reifen? Und zeig das an hier, du. Was willst du mir denn noch alles hier anzeigen? So, einmal mittel und einmal weich. Hier. Gut. Ich bin jetzt extra, habe ich den Porsche nicht genommen, weil alle fahren hier den Porsche, das finde ich auch, fahren alle denselben Wagen, das ist doch auch assi, Alter. Schaut euch das an. Nee, das mache ich nicht mit. Ich will mich aus der Masse rausstechen und nicht so sein wie die Masse, das ist in meinem echten Leben auch so. Die Masse war schon immer dumm und scheiße. Sehe ich so. Mhm. So, meine lieben Freunde. Das ist auch nicht meine Lieblingsklasse hier. Aber wir müssen das nehmen, was da ist. Ach, der hat auch Allrad, ne? Ja, dann sollte eigentlich... Nehmen wir mal auf 4. Kann man noch runterstellen. Und immer Porsche, Porsche, Porsche. Ja, also die fahren ja auch alle Porsche. Das macht die Masse, ne? Ich will nicht das machen, was die Masse macht. Mal gucken, wie das mit dem Hybrid hier so läuft. Oh, das war knapp, du. Ja, danke. Oh, Scheiße. Lass ihn vorbei. Lass ihn vorbei. Ach, 3 Sekunden. Ja gut, das ist verständlich. Er war auch ziemlich früh gebremst. Hey! Du Arschficker, du. Bist du denn völlig behindert oder was? In der Klasse hier sind einige...
Aber so Raum hätte ich gar nicht vorbeilassen brauchen. Man kriegt da sowieso eine Strafe. Ja. Das übel hier auf 3 Sekunden ist übel, Alter. Oh, letzter sind wir nicht. Mal sehen, was hier noch geht. Oh, Alter. Geilen Sound hat er auf jeden Fall. Nur bei mir macht das auch Spaß. Ich müsste das öfters fahren. Also der Porsche hat eigentlich ein Ende mehr Akku, ne? Das hat er auf jeden Fall. Zieh ab hier, Mann. Wenigstens haben wir hier einen Gegner, mit dem wir uns fetzen können. Der Akku ist immer fast leer, ne? Beim Porsche ist er jetzt schon wieder voll, ne? Das sieht man auch, wie der abhaut. Oh. Ah, mit Pad ist das nicht so einfach. Mit Lenkrad ist es wesentlich einfacher. Nur da vorne ist er noch ein anderer.
Oh, du bist ein ganz mutiger hier, du. Oh. Scheiße, Mann. Diese Affen hier, die gehen mir auf den Sack, Alter. Die gehen mir echt auf den Sack, du. Wir müssen bald auch reinkommen mit dem Boxenstopp. Mensch, jetzt zieh ab hier, du Vogel. Na, wir gehen in die Box. So. Zack. Macht aber trotzdem Spaß. Das kann ich nicht anders sagen. Schwer, diese Batterie leer. Die sind dauernd leer, du. So, da gehen noch welche in die Box. Und mal sehen. Da können wir noch ein paar Plätze gut machen, wenn wir Glück haben. Die Batterie ist ja schon wieder leer. Ah, nach vorne weiß ich nicht, ob wir den Finn noch bekommen. Die Top 10 werden wir es wohl nicht schaffen. Werden wir sehen. Die Kurve ist sehr schwer hier. Die geht viel schneller, als was ich sie fahre, aber... Scheiße hier mit dieser Wurst hier. Hinter uns kommt wieder der scheiß Franzose. Da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Auf Druck von hinten. Das ist sowieso nicht meine Lieblingsstrecke, aber was soll's, ne? Muss nehmen, was da ist, ne? Aber man sieht wirklich, also der Toyota hat immer die Batterie leer. Ach, mit weichen Reifen kommt einer rein. Vielleicht kriegen wir den Spanier. Könnte sein. Nee. Oder? Ist er da vorne? Aber wir werden der beste Toyota-Fahrer sein, glaube ich. Ja, werden wir am Ende sehen. Vielleicht haben wir einen kleinen Reifenvorteil, weil wir so spät reingekommen sind. Jetzt sind wir aber auch zu spät reingekommen. Kann auch sein.
Hier haben wir ein bisschen Batterie. Aber in der Klasse fahren sie fast alle mit Lenkrad. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Sonst hätten wir bessere Chancen. Ja, es ist kein Wunder, dass sie alle den Porsche nehmen. Siehst du, die Batterie ist auf Start und Ziel leer. Wir bräuchten eigentlich auf Start und Ziel gerade jetzt die Batterie. So kommt er hinter uns natürlich immer näher. Oh, ist da einer, den wir überrunden oder was? Da vorne ist einer. Ja, nee, ist klar. Ah, den Wagen kannst du echt knicken, Alter. Das ist kein Wunder, dann kommen irgendwelche Noobs und können uns überholen. Nur weil sie den Porsche fahren. Das ist immer ziemlich schlecht balanced, ne? Spar-Racing, ja sicherlich. Nee, also mehr ist da mit dem Pad nicht zu machen. Zumindest bei mir nicht. Hat der Franzose aber einen großen Fahrfehler gemacht. Also den werden wir hinter uns lassen. Letzter werden wir nicht mit dem Toyota. Und dass wir einen Porsche hinter uns halten können. Ach, vor uns ist noch der Engländer. Der hatte wohl auch einen Fahrfehler drin. Der scheiß Killer 44. Wir fahren ziemlich fehlerfrei an und für sich.
Der Franzose kriegt uns auf jeden Fall nicht mehr. Aber den Toyota werde ich nicht nochmal fahren. Also das kann ich schon verstehen, dass sie alle den Porsche fahren. Oh, das ist schnellste Zeit, wa? Ich glaube, das war unsere schnellste Runde. Muss ich gleich mal nachkontrollieren auf der Geraden. Ja, wir sind die schnellste Runde gefahren. Na, weil ich den Wagen immer mehr besser kennenlerne, ne? Alles Porsche. Ja, wir waren der beste Toyota. Ach, der Franzose hat auch den Toyota gefahren. Lass mal sehen. Ja. Den anderen brauchen wir gar nicht ausprobieren. Der hat Frontantrieb, das ist total scheiße. Glaube ich nur drei Autos, ne? So, ein bisschen Magen. Nee, den Audi gibt es noch. Und dann nehmen wir das nächste Mal den Audi. Credits, Alter, so ein bisschen nur, ey. Ich will eigentlich GT3 fahren. Nur da müssen wir jetzt über ewig warten. Nee, 7 Minuten. Ich kann euch ja mal zeigen, welcher Wagen mir hier am besten gefallen hat auf Brands Hatch. Dass sie Silverstone nicht mit drin haben, also dann hätte ich lieber Silverstone drin gehabt als Brands Hatch. Wenn es um eine englische Strecke geht, weil es auch Formel 1 Strecke, hier fährt glaube ich nur die DTM. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gruppe 3 generell auf Brands Hatch fährt. Weiß ich, verfolgt das nicht, aber denn eher auf Silverstone. Also, dann fahren wir gleich nochmal Brands Hatch. Zeige ich mal den Wagen, mit dem ich da am besten fahren konnte. Zumindest mit dem Pad, ne? Das war. Müssen wir erstmal. So. Der hier. Der fuhr sich sehr gut auf Brands Hatch. Ja. Aber ich will nicht immer denselben Wagen fahren. Jeden Tag Erdbeeren essen ist auch scheiße. Deshalb kaufen wir uns, wie gestern schon angekündigt, den Hyundai. Jetzt sind wir die ganze Zeit schon, ich glaube, 2 Online-Rennen gefahren und haben nur läppische 20.000 gemacht. Oder 30.000. Das sollte sofort geändert werden. Also das ist ja richtig knauserig. Nur um hier... genau hier oben, ne? Kohle zu kaufen mit Echtgeld. Was ich nicht machen werde.
So. Gibt es nicht bei Mitsubishi auch Gruppe 3? Gibt es auch, ne? Ja, den hier. Moment. Der hat auch Heckantrieb, ja. Kein Allrad gibt es da. Ich wollte aber mal den Hyundai ausprobieren. Wir werden uns noch alle kaufen. Und immer im Wechsel, ne? So. Den hier. Meinen Sound anhören. Ja, das hört sich gut an. Ich glaube, 23:30 Uhr ging das los, ne? Mal schauen. Ja, gut. Ja, meine lieben Freunde, wenn ihr das sehen wollt, Gruppe 3 auf Brands Edge, dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und dann schauen wir uns mal den Genesis an. Die Popgruppe kann ich auch empfehlen, Genesis. Ja, dann bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen. Euer Robin Hood. Bye bye.